Sascha für netbooknews.de hier mit einem kleinen Video zur PlayStation Vita, denn die hat gerade ein Software-Update bekommen und zwar auf die Version 1.6 und ja, das fundamentale neue Feature in der Variante, das seht ihr hier schon auf dem Homescreen und das nennt sich Maps. Was ist das genau? Es ist im Grunde genommen Google Maps. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe, dann seht ihr das schon. Ich bin jetzt hier gerade komplett reingezoomt und hatte für das englische Video mal eine kurze Anzeige, eine kleine Navigationsanzeige gemacht, wie ich vom Büro, was hier auf der 285 im Sektor 3 der Nanjing Eastwood im Finanzdistrikt von Taipei ist, wie ich von da aus nach Hause komme. Denn ich wohne auf der Wanfang Road im Südosten von Taipei und ihr seht, das ist so etwa 8,1 Kilometer entfernt. Ich muss ein bisschen rauszoomen. Übrigens, es ist generell ein bisschen lahm. Das liegt nicht an unserer Internetverbindung hier. Wir haben hier eine 50 Mbit Leitung, die runtergeht. Also von daher, ja, da kann man sicherlich noch dran arbeiten. Was ihr sehen könnt hier im unteren Bereich ist, dass mir jetzt hier die einzelnen Punkte angezeigt werden, wo ich dann abbiegen muss und ich kann natürlich auch hier umschalten aufs Auto. Dann geht das alles ein bisschen schneller, 24 Minuten ist eine relativ optimistische Schätzung, besonders wenn man hier in den Berufsverkehr reinkommt, deswegen nutze ich lieber die U-Bahn, da bin ich in 20 Minuten locker zu Hause. Hier könnt ihr nochmal die komplette Route dann sehen, das ist ganz schick gemacht und hier haben wir dann weitere Features, Settings und so weiter. Ich habe jetzt gerade mir den Verkehr anzeigen lassen. Den kann ich hier natürlich ausmachen. Wir können hier natürlich auch entsprechend die Satellitenanzeige einführen. Und da seht ihr ganz schön, wenn ich jetzt hier rein scrolle, sieht es auch ein bisschen anders aus. Weil es nämlich hier doch ein paar mehr Gebäude gibt. Schönes Feature, vor allen Dingen für die Leute, die ihre PlayStation Vita sich mit UMTS geholt haben. Ihr dürft euch freuen, weil jetzt habt ihr auch Google Maps dabei. So, jetzt könnt ihr auch so ein bisschen mehr sehen, wie das hier aussieht. Hier vorne haben wir die Taipei Arena. Das ist dann also eine große Mehrzweckhalle hier mit Eislauf da drin, was immer ein bisschen komisch ist, wenn du bei 35 Grad draußen Eislaufen gehst. Und hier ist dann das Bürogebäude, wo wir zurzeit untergebracht sind. Das ist also mal ja, ein kurzer Eindruck von dem, was euch das Update auf die Version 1.6 mit der PlayStation Vita bringt. Ich bin Sascha für netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.